Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran zu seinem Propheten gesagt hat, durch Erhaben von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärest du scharf und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinander laufen. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem Herrn der Welten, dem einen ohne Teilhabe gibt, und dass unser Prophet Muhammad sein anbietend Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und die Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema, der Umgang des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit seiner Gefährten. Liebe Schwestern und Brüder, Sahabe ist der Sammelbegriff für die Gefährten und Begleiter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entweder waren sie die Auswanderer arabisch Muhajirun oder die Helfer arabisch Ansar. Das Wort im Arabischen bedeutet sehr naher Freund. Die Sahabe haben einen hohen Rang und besitzen eine unvergleichliche Ehre. Das heißt, werden die Sahabe innerhalb der islamischen Tradition als eine spezielle und gesonderte Generation gesehen. Es gibt zahlreiche Koranverse, die über den hohen Rang der edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, berichten. Zum Beispiel lesen wir Folgendes. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, hat Allah oder Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Im Vers 29 Sura Al-Fath heißt es sinnmäßig, sie erbitten für jeden alles Gute im Diesseits und Jenseits von Allah, dem Erhabenen. Sie erbitten auch das Wohlgefallen Allahs, dass sie sich oft niederwerfen, steht ins Gesicht geschrieben. Ihre Zustände und hohen Ränge werden in der Tora und im Evangelium kundgetan. Liebe Schwestern und Brüder, die Liebe zu den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sei für einen Muslim die notwendige Konsequenz der Zuneigung und Verehrung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der seinen Gefährten so beschrieben hat. Erstens, die besten und vorzüglichsten Menschen aller Zeiten sind die muslimischen Menschen, meine Ebuch, das heißt alle edlen Gefährten. Zweitens, sagte er sallallahu alaihi wasallam, alle meine Gefährten sind wie die Sterne am Himmel. Wem von ihnen ihr auch folgt, werdet ihr zu der Liebe Allahs, des Erhabenen, geführt. Das heißt, wenn ihr euch nach den Worten eines Propheten Gefährten richtet, seid ihr auf dem rechten Weg. So wie man sich im Meer oder in der Wüste nach den Sternen orientiert, so schreiten auch diejenigen, die den Aussagen der Prophetengefährten folgen, auf dem rechten Weg. Alles Lob gehört Allah und Friede seien auf seinen letzten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen edlen Gefährten. Verehrte Brüder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam besuchte seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Er hörte von ihnen, er teilte seine Freunde mit ihnen
und er tröstete sie im Unglück. Ja'far ibn Abi Talib war der Sohn des Onkels des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und Alis großer Brüder. Ja'far wurde bei der Schlacht von Mu'tah gegen Byzantiner ums Leben. Als der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, von seinem Tod erfuhr, ging er, sallallahu alaihi wasallam, zum Haus seines Cousins Ja'far und bat um die Kinder Ja'fars. Er küsste, sallallahu alaihi wasallam, sie und betete für ihren Vater. O Allah, wir bitten dich und wenden uns mittels deines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten der Gnade, an dich. Amen.